Und jetzt zeigen wir Ihnen tolle Geschenkideen bis 20 Euro. Wir wollen natürlich, dass Sie die Weihnachtszeit, speziell die Vorweihnachtszeit, genießen. Das soll ja nicht in Stress ausarten. Und mit Stress meine ich, was könnte ich meinen Liebsten schenken? Ja, Sie kennen das Problem, ne? Was schenkt man denjenigen nur? Dann sind es noch 2 Tage bis Weihnachten, 1 Tag bis Weihnachten und man schwitzt schon, ne? Nur an den Gedanken, bald ist Weihnachten und dieses Jahr fällt Weihnachten dooferweise auch noch auf den Sonntag. Das heißt, die Geschäfte haben geschlossen. Wir zeigen Ihnen jetzt tolle Geschenkideen und Tipps, wie Sie Ihre Liebsten überraschen können und das für gerade mal unter 20 Euro. Das sind tolle Sachen wieder dabei, ne, Lutz? Oh, wir haben richtig was Tolles für Sie ausfindig gemacht in unserem großen Portfolio. Und ich würde sagen, wir rufen mal unser Weihnachtsengelchen, oder? Oh ja, oder? Unbedingt. Engelchen, Jana, komm herbei. Flieg herbei. Ich sollte mir vielleicht zu Weihnachten eine neue Stimme wünschen. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Das habe ich letztes Jahr meiner Nichte geschenkt. Die ist so hellauf begeistert. Ein eigener Kaufmannsladen. Die gibt den auch nicht mehr aus der Hand, oder sage ich dir. Ein Kaufmannsladen, ja, ein der Traum eines jeden so. Kindes. Und ja, ich war da auch hellauf begeistert, dass sie sich das von mir gewünscht hat, weil da hast du natürlich auch so einen Lernfaktor, ne? Also da lernen die ein bisschen mit Geld umzugehen. Was heißt eigentlich Geld? Und was muss ich dafür tun, um erstmal Geld zu verdienen? Guck mal, da ist alles dabei, was man braucht. Die Kasse, dann hier den Scanner, Obst, Gemüse, Geld natürlich, Waschmittel, ach nee, Milch. Jetzt habe ich erstmal mein Körbchen und dann gehe ich. Wobei das natürlich Attrappen sind, muss man natürlich jetzt auch mal sagen. Also so, jetzt gehe ich einkaufen. Ich brauche Milch, vielleicht auch frische Milch. Ich brauche eine Zitrone, auch wenn die Zitrone größer ist als die Milch. Heiße Zitrone wäre jetzt, glaube ich, das Richtige für dich auch. Das stimmt, da hast du recht. So, und dann hätte ich gerne noch Ketchup und ich hätte gerne noch ein bisschen Kaffee. So, und jetzt gehe ich mit dir den Sachen zur Kasse. So, ja, was muss ich bezahlen? Lutz, willst du einmal abscannen? So, okay, jetzt scannen wir das Ganze mal. Ja. Das ist ja schon mal der Clou überhaupt, dass man hier einen Scanner auch noch mit dabei hat. Und vor allen Dingen, wenn man dann hier auf die Barcodes zeigt, genau, der piept dann auch noch formschön. So, okay, und was haben wir? Auf der Zitrone, da müssen wir jetzt sagen... Nee, warte. Warte, so, okay. Das ist kein Problem. Ah, genau, da haben wir den Zitrone, Preis drauf vergessen. Ist kein Problem, aber wir haben hier so kleine Preisschilder mit Scan-Code. Genau, die kommt natürlich auch. Die kommt jetzt auf die Zitrone. Okay, so. Eine Zitrone für 1,99, liebe Zuschauer. Aber nun gut, das ist halt vielleicht Bio, okay. Gut, dann haben wir noch hier frische Milch. Ja. So, und was haben wir noch im Körbchen? Ja, Milch. So, und haben Sie eine Kundenkarte vielleicht auch? Ja, habe ich, bitteschön. Ja, okay, Kundenkarte auch noch. Das gehört heutzutage ja auch dazu. Was macht das dann? So, das macht dann 125,16 €. Boah, Sie sind aber teuer. So viel genau, Geld habe ich gar nicht. Wer für eine Zitrone 1,99 bezahlt? Nehmen Sie auch Karte, weil ich habe jetzt nur 65 Euro Bargeld. Ja, natürlich, Karte okay, nehmen wir auch, würde ich mit Karte selbstverständlich. Zahlen, bitte. Genau, dann zahlen wir hier auch noch mal mit Karte, geben den Betrag auch hier noch mal ein. So, zack. So, ja, und dann Karte zurück. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Wo muss ich unterschreiben? Unterschreiben müssen Sie gar nicht. Okay. Wir haben das hier per NFC mit modernster Technologie gleich abgebildet, von Ihrem Smartphone gleich abgezogen, wie sich das gehört. Aber wir haben natürlich hier auch noch Bargeld. So sieht es ja nicht aus. So. Und das finde ich natürlich auch klasse, dass man hier immer wieder auch dann gleich auf Bargeld, zack, springt das da vorne raus. Und mit diesen ganzen, was haben wir noch? Und hier, ist das jetzt Apfel oder das Birne? Das ist eine Birne, okay. Das ist eine Kartoffel. Komm, wir machen nur Obstsalat und Gemüse. Möhrchen haben wir noch. So, ich nehme die Buttercookies. Wir haben noch Mais. Wir haben noch eine Banane. Dann haben wir noch ein bisschen Zucker. Das darf am Obstsalat auch nicht fehlen, ne? Ja. Und ja. Zitrone hatten wir dann hier auch noch so. Guck mal, und jetzt, wie gesagt, das Obst und Gemüse hat ja jetzt leider keinen Barcode. Und deswegen liefern wir da hier auch diese kleinen Klebeschildchen mit. Ja. Und den kann ich jetzt wirklich überall hinkleben und muss es nur aufbekommen. Ich mit meinen Fingernägeln natürlich wieder mal. Ja, und das kann ich jetzt auch. Ich da schnell ein und helfe dir ein bisschen. Ich bin halt der Etikettierer vom Dienst hier. Ach so, ja, dann machen wir. So, genau. Und weil ich habe jetzt überhaupt keine Fingernägel, damit geht es dann viel einfacher. Das kann ich jetzt auch auf dich kleben, so, okay, und dich kann man auch kaufen.
Was koste ich denn? 3,20 Euro. Also das teuerste. Das kann man übrigens auch spielen. So. Das denn, teuerste ist 5 Euro. Das teuerste. Ja, komm, dann kleb alles komm. Drauf. Komm, kleb alles drauf. Dann 8,20 haut das preislich ungefähr hin. So. Also, liebe Zuschauer, Bestellnummer ist die NX 1963 und die 569 für unseren Herkner zum Sonder. Ja, Preisalarm jetzt am besten auch noch. Genau. Reduziert auf 99 Cent. Ja. So ja, das weit kommt es bei Pearl TV noch. Du kannst ja auch, wenn du jetzt noch mehr Sachen findest, kann man die ja auch benutzen, die Preisschildchen. Dafür sind die ja da. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Weihnachten Lebkuchen kaufen, Spekulatius, dann klebe ich das einfach auf den Spekulatius und packe es einfach in meinen Einkaufskorb. So einfach. Ja. 16 Euro. Ich habe dafür damals ein bisschen mehr übrigens bezahlt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil 16,06 Euro für einen kompletten Kaufmannsladen mit 25 Teilen, das ist natürlich auch in der Tat ein super Schnäppchen, sehen Sie auch hier. 35 Euro eigentlich die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und wenn auch Sie sagen, den Klassiker als Weihnachtsgeschenk für die Kids, den gönne auch ich mir dieses Jahr und meinen Lieben, dem geschätzten Nachwuchs, dann bitte die NX8859 und die 569 sich merken oder unter pearl.tv einfach jetzt schnell online bestellen. Oh, danke schön. Unser Engelchen schon weiter. Hat schon das nächste Geschenk bzw. die nächste Geschenkidee. Das sind ja alles nur Anregungen, ne? So, jetzt habe ich erstmal einen kleinen Ball. Dankeschön. Sieht noch unspektakulär aus, aber wir bringen Licht ins Dunkel. Achtung, so. Es leuchtet. Jetzt einmal bitte schütteln und dann zack. Hui. Ade. Und schon geht's los. Der ist klasse, oder? Der ist sensationell, finde ich, weil da kann man doch wirklich jetzt sagen, das ist doch ja pure Magie eigentlich. Obwohl die Technik ist natürlich eine ganz einfache. Das ist ja meistens so, dass die genialsten Ideen sind irgendwie im Grunde eigentlich ganz einfach. Hier haben wir jetzt einfach einen kleinen bunten Ball mit bunten blinkenden LEDs drin und oben dran halt diese zwei Rotorebenen. Und ganz unten in der Kugel, da befindet sich im Boden noch ein Infrarotsensor und der erkennt, ich nenne es jetzt mal einfach Hindernisse. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann einfach der Boden sein. Dann gibt der kleine Motor wieder Gas und die Kugel steigt auf. Oder eben, Sie sehen es auch gerade hier, das kann natürlich die Hand sein. Die Nase, die Schulter, der Fuß, was auch immer. Und dadurch kann man natürlich alles damit machen. Da ist ja wirklich nur Ihre Fantasie jetzt noch da, die das Ganze dann irgendwie beschränkt auf das, was Ihnen einfällt, was man macht. Zum Beispiel unsere beiden Kollegen hier. Die haben sich das gegenseitig zugeworfen. Oder ein anderer Kollege, wir haben es leider nicht gefilmt, den habe ich mal im Flur erwischt, wie der damit jongliert hat, in Anführungszeichen. Weil das natürlich dann ganz einfach hier mit diesen Hubschrauberbällen, aber so auf jeder Hand und auf dem Fuß hatte der nur noch den dritten und dann so hin und her. Also da kann man alles mitmachen. Oder beispielsweise Vivian, kennen Sie ja unsere geschätzte Kollegin, mit ihrem Hund. Der ist verrückt danach, ist ja klar. Hunde, Bälle, wahrscheinlich auch Katzen können wir vorstellen. Und dann ein fliegender Ball, der ist abgegangen. Ja, wie Schmitz Katze, muss ich an der Stelle mal sagen. Also wenn Sie vielleicht Ihrem Haustier was Schönes schenken wollen. Bei uns zum Beispiel ist das immer so. Unser kleiner Hund haben wir, der kriegt zu Weihnachten auch immer was. Weil der soll ja nicht leer ausgehen. Und es soll ja nicht immer jetzt der Knochen sein oder das Leckerli. Und der kriegt manchmal auch einfach was zu spielen. Und dann ist das hier einfach ideal. Oder gucken Sie sich das hier mal an. Haben die Kollegen vom Zuspielerteam, vielen Dank für diese tolle Idee, das Ganze mal in Dunkelheit gedreht. Und man sieht nur noch diese fliegenden Bälle wie so eine magische Show. Ja, und da kann man sich einfach so viel mit einfallen lassen. Und die eigentliche Magie für mich steckt darin, dass der Spaß einfach ansteckend ist. Weil das war schon immer so, dass hier wirklich von Tag 1 an, als wir dieses tolle Produkt das erste Mal bekommen haben, rastete die komplette Redaktion inklusive meiner Wenigkeit aus, weil jeder sagte, ich auch, weil das ist sowas von ansteckend, weil man muss nicht viel machen dazu. Wie gesagt, er fliegt von ganz alleine und dann überlegt man sich ganz einfach was und automatisch zieht sich dann nach spätestens 10 Sekunden so ein Grinsen von einem Ohrläppchen bis zum anderen. Das Einzige, was man beherzigen muss, ist, man muss schnell zugreifen, weil sonst haut der natürlich ab, wenn man also den wieder auffangen will. Doppelt schnell zugreifen. Einmal den Ball schnell zugreifen. Richtig. Und dann natürlich auch schöne jetzt, Überleitung. Weil der ist nämlich schon heiß begehrt. Der ist jetzt derzeit vergriffen, kommt aber in wenigen Tagen wieder. Ich weiß, der hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder wollte den haben. Bei 9,41 Euro ist ja klar. 13.12., da bekommen wir dann die nächste Auslieferung. So lange müssen Sie sich natürlich noch gedulden. Aber bitte jetzt schon mal vorbestellen. Mit der NX 9343 und der 569.
69. Das garantiert wirklich viel Spaß. Puh, und dann kann man das Weihnachten wunderbar verschenken. Das wird für einen Heidenspaß sorgen. Das kann ich dir wirklich garantieren. Also, man muss wirklich sagen, das steckt nicht nur die kleinen Kinder an, auch jeder Erwachsene hier, ne? Jeder will damit spielen. Wahnsinn. Ja. Also das ist, wie gesagt, pure Magie, wie ansteckend das ist. Und deswegen natürlich auch gleich genug bestellen. Kollege Ralf hat 20 davon geordert. Also Wahnsinn. Das nur mal so als Tipp. Deswegen sind die momentan auch ausverkauft, ne? Ja, genau, Ralf ist schuld. Und vor allen Dingen, das wird dann wahrscheinlich dann mit Sicherheit die letzte Lieferung sein vor Weihnachten. Also wenn auch Sie dann sagen, vor Weihnachten möchte ich den unbedingt noch haben für alle Enkel, Kinder, wie auch immer, dann bitte jetzt ganz schnell zuschlagen. Und du hast schon hier mal ausgepackt. Eine Tastatur. Unsere nächste Geschenkidee. Das ist jetzt aber nicht irgendeine Tastatur. Ach so? Das ist eine USB-Gaming-Tastatur. Also insbesondere für alle Gamer. Und Gamer ist ja heutzutage absolut salonfähig. Das ist ja nicht wie die in alten Filmen, wo man sieht, irgendwelche bebrillten, bepickelten Jungs, die da im dunklen Keller sitzen. Ich beispielsweise spiele auch liebend gerne. Das muss ja nicht immer tagelang sein. Oh, aber dann braucht man natürlich auch das richtige Werkzeug. Und hier mit dieser Tastatur geht das denkbar einfach. Zum einen, Sie sehen, sie ist hier Spritzwasser geschützt. Das heißt also, man kann da auch mal aus Versehen einen Kaffee oder ein Wasser oder sowas. In der Hektik des Spiels passiert sowas einfach. So, macht überhaupt nichts. Und vor allen Dingen, die Optik, also das Auge spielt mit sozusagen. Sie ist beleuchtet. Schauen Sie mal hier. 7 verschiedene Farben. Und dann kann man auch noch sagen, das blendet so ineinander über. Also sie sieht toll aus. Und vor allen Dingen, der Clou ist, und jetzt darf ich dir das mal einmal ganz kurz vielleicht abnehmen und hier rüber, dass man so mal, schauen Sie mal, unten drunter. Also erstens finde ich das vom Design eine tolle Idee und ein stabiles Metall, also die hält auch ordentlich was aus, wenn es dann mal wieder heiß zur Sache geht. Aber auch vor so allen Wutausbrüche, Dingen, ne? Genau, Scheibenkleister, macht nichts. Nein, aber vor allen Dingen, das ist eine halbmechanische Tastatur. Bedeutet, man hat natürlich den mechanischen Hub und das Gefühl, aber sie ist gleichzeitig auch elektronisch. Bedeutet, dass natürlich das unglaublich schnell das Signal auch aufgefasst wird. Das heißt, also schon bevor man haptische Rückmeldung vom Drücken einer Taste hat. Schon vorher ist, wie gesagt, das Signal da und natürlich auch mit Ziffernblock hier, mit den Sondertasten da oben, mit allem drum und dran und nicht zuletzt auch USB-Anschluss. Und da weiß ich zum Beispiel auch, ich bin jetzt nicht der Profi-Gamer, aber trotzdem von den Kollegen, die sowas intensiver betreiben, weiß ich, die bevorzugen alle diese USB, also diese kabelgebundenen Tastaturen, weil die sagen, Funk ist zwar schnell, aber nicht schnell genug für mich. Ja, da geht es ja tatsächlich wirklich manchmal um Bruchteile von Sekunden. Und deswegen ist das wirklich das ideale Geschenk für alle, wo sie sagen, weiß ich, das ist auch so ein Gaming-Freund, wenn er von Amerika kommt, ist ein Gaming-Freund. Ja, und hier oben natürlich auch noch die belegbaren Sonderfunktionstasten und alles. Also wirklich komplette Tastatur, aber insbesondere für Gaming-Freunde geeignet. Und natürlich dann auch hier hinten ausklappbar und so weiter. Also die hat da wirklich alles. Da oben dann wieder zack zum Einpacken. Sehr schöne Idee, wie ich finde. Und sehr, sehr stylisch auch, gerade mit diesem beleuchteten. Mhm. Ich habe sowas auch. Also nicht eine Gaming-Tastatur, aber eine Farben, beleuchtete. Ne? Möchte ich nie wieder missen. Ist unglaublich praktisch. 7 verschiedene Farben können Sie hier einstellen. Und auch wenn Sie jetzt kein Gamer und Zocker sind, auch das ist eine perfekte Tastatur für jeden. Ja, die hält einiges aus. Und ich finde es auch wichtig, dass eine Tastatur spritzwassergeschützt ist. 18,91 €. Das ist ein Wahnsinn. Einfach anschließen mit Hilfe des USB-Anschlusses und fertig. Und los kann es gehen. Die Bestellnummer ist die PX4195 und die 569 kommt zu Ihnen nach Hause für 18,91 €. Normalerweise kosten solche Gaming-Tastaturen mit der Ausstattung knapp 50 €. Ja, die ist auch richtig hochwertig gemacht, ne? Also jetzt für 18,91 €. So Designteile können sogar noch teurer werden. Also, echt? Ja. Ich habe auch eine mal für knapp, ich glaube, 98,99 € knapp 9 € gesehen. Das geht durchaus. So viel? Aber da muss man dann schon wirklich Fanat in Spiele sein. Irre. Gut, als Gamer Frau natürlich so nicht nachzuvollziehen. Mal schauen, was wir jetzt haben. Dankeschön an tollen Geschenkideen. Ja. Ach nee, komm. Das zu Weihnachten ist aber schon ein ziemlich großes Geschenk, ne? Eine Smartwatch zu Weihnachten ist nicht ein Find großes Geschenk. Das ist für teuer. Mich sogar das ultimative Geschenk eigentlich. Aber Pearl TV macht es natürlich möglich, weil hier haben wir es jetzt zu tun. Also wirklich, das ist ein Sensationspreis-Leistungsverhältnis, wie ich finde. Weil Smartwatch, also für alle, die jetzt vielleicht sagen, habe ich ja mal gehört, aber was genau ist denn das eigentlich? Bedeutet natürlich primär, dass man die Funktionen des Smartphones am Handgelenk hat. Also da
Oh, wow. Jetzt haben wir noch Preisalarm, das gibt's ja nicht. Jetzt wird's verrückt. Die ist normalerweise schon richtig günstig, aber jetzt hat der Preisalarm zugeschlagen. Da verschlägt's mir doch glatt die Sprache. 15, im wahrsten Sinne des Wortes, 15 Euro, das ist irre. Wer hier nicht gleich fünfmal zuschlägt, dann weiß ich auch nicht. Ja, also das ist wirklich ein Spitzenpreis, muss ich sagen. Weil, also wie gesagt, man hat das Handy quasi am Handgelenk, sieht also dann die Benachrichtigung hier drauf, wenn man einen Anruf verpasst hat und so weiter. Deswegen ist das auch wirklich ungemein praktisch. Und die, die ich so kenne, die beginnen so locker mal bei 150 Euro. Ich kenne sogar einige, die über 300 Euro gehen. Ja, und dann überlegt man natürlich fünfmal, ob man sagt, boah, 200, 300 Euro, ja, ich weiß nicht. Oder man hat vielleicht auch mehrere Kinder, die man beschenken möchte oder Enkel. Und da ist es natürlich, also normalerweise würde ich jetzt sagen bei 19,90, aber jetzt sind wir sogar bei 15 Euro, ist es natürlich... glaube ich, bezahlbar, dass man sagt, dann kriegen halt alle Enkel jetzt oder alle Kinder jetzt mal eine Smartwatch, dann ist da mal Ruhe. Weil, wie gesagt, es ist ungemein praktisch, man möchte es auch nie wieder missen. Hier sogar mit einer Freisprecheinrichtung. Das heißt, sie telefonieren am Handgelenk über das eingebaute Mikrofon und den Lautsprecher, brauchen also noch nicht mal einen Kopfhörer, um über ihre Uhr zu telefonieren. Und das kommt, glaube ich, bei allen gut an. Also ich zum Beispiel als Kind muss die Story mal kurz loswerden. Ich fand ja immer James Bond ultra cool, so in den 70ern. Ich glaube, es war noch Roger Moore. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, lang ist her. Aber da habe ich das zuerst mal gesehen, wie er dann an der Straßenecke stand mit Q oder M oder wie auch immer, ganz lässig über seine Armbanduhr telefoniert hat. Cool, das wollte ich unbedingt machen. Ging halt nicht. Und heutzutage geht's. Es geht sogar für 15 Euro. Das ist ein Oberkracher. Und jetzt kommt es noch besser. Das ist kompatibel mit Android und iOS, also sowohl mit den klassischen Android-Telefonen als auch mit allen iPhones und kann das über die entsprechende App dann auch damit koppeln. Das läuft dann über Bluetooth, also drahtlos ab. Dann gibt es auch noch Fitnessfunktionen. Das heißt, so Kalender haben wir auch noch mit drin. Schlafanalyse über besagte App, dass man gucken kann, wie war denn das so, warum bin ich so zerschlagen, ich habe da 8 Stunden geschlafen. Kann man alles dann über die entsprechende App sehr schön sich dann über anzeigen lassen und vielleicht auch mal gucken, wenn man sagt, okay, die Tiefschlafphasen sind sehr unregelmäßig oder zu kurz oder zu wenig, dann könnte das ein Indiz sein, dass man sagt, da muss ich doch mal drauf achten, warum ist denn das so? Also das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde und vor allen Dingen, wie gesagt, für Android und iOS, also Apple, iPhones und so weiter kompatibel. Und wenn Sie da jetzt mal vielleicht gleich im Anschluss mal gucken, was kostet denn so eine Apple Smartwatch? Da werden Ihnen die Augen wegfliegen, möchte ich weinen. Also wie gesagt, 15 Euro, da fangen die nicht mal an, drüber zu lachen. Nee. Also das ist von daher ein super, mega, hyper hoher Preis. Also ich glaube, für 15 Euro bekommst du bei denen nicht mal ein Ersatzarmband. Und jetzt bei uns die komplette Freisprech-Smartwatch mit der NX4208 und der 569. Viele, viele Apps, die hier bereits schon drauf sind. Und glauben Sie mir eins, das wird wirklich für Weihnachten für Freudentränen sorgen. Bei den Kindern, bei den Enkelkindern. Und ich spreche bewusst auch mal die Kinder an. Gerade so ab einem gewissen Alter ist das natürlich cool, jeden Trend mitzumachen. Aber Trends wollen natürlich auch bezahlt werden, ne? Und Kinder verlieren ja auch ganz gern mal was. Aber ich finde es wichtig heutzutage, dass Kinder erreichbar sind. Ja, allein schon, wenn der Bus vielleicht Verspätung hat oder irgendwas, dann kann man die anrufen. Die haben ihr Handy direkt am Handgelenk und das kann man eben nicht so schnell verlieren. Ne? Also 15 Euro. Das Handgelenk verlieren ist schwierig. Ja. NX4208 und die 569 bekommen Sie die Freisprech-Smartwatch für 15 Euro nach Hause. Aber nur jetzt 15 Euro, denn wir sind im TV-Sonderpreis. Also 15 Euro ist ein Knaller. Bitte seien Sie schnell. Und mit schnell meine ich richtig, richtig schnell. Vielleicht nicht erst bis zum Ende der Sendung warten, sondern vielleicht gleich jetzt noch in die Leitung gehen. Und wenn Ihnen am Ende der Sendung noch etwas einfällt, was Sie auch noch bestellen wollten, gar kein Problem, denn Sie wissen ja, bei uns bezahlen Sie nur ein einziges Mal am Tag die Versandkosten. Ne? Also wenn Sie jetzt 4-mal am Tag bestellen, müssen Sie nicht 4-mal Versandkosten zahlen, sondern ein einziges Mal und ab 150 Euro fallen die Versandkosten auch noch flach. Die gehen dann auf uns. Ne? Genau, so gehört sich das auch, finde ich. Finde ich auch. So, und jetzt gibt es Schmuck. Vielen Dank. Ich bekomme auch ein Schmuckstück. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank. So. Oh, oh. Da funkeln meine Augen. Und ein Anhänger in ich Perlen, oder? Liebe mit ja Perlen. Aber was wir hier haben, ist das komplette Set, liebe Zuschauer. Ein dreiteiliges Set, bestehend aus Perlenohrstecker
und einem kleinen Anhänger. Schauen Sie mal, in der Mitte ist so eine kleine Süßwasserperle. Und hier zeigen Sie Ihre Liebsten, also demjenigen, denen Sie das beschenken oder schenken möchten, wirklich, Schatz, das bist du mir wert. Jetzt bin ich gerade erstaunt über den Preis. 19,90 Euro. Das ist jetzt natürlich, wer sich so ein bisschen mit Süßwasserperlen auskennt, das ist schon ein Preis, da kann man wirklich nichts sagen. Weil, schauen Sie mal, hier ist alles dabei. Die Ohrsteckerchen und passend dazu auch noch der Kettenanhänger. Das finde ich immer schön, wenn man das komplette Set hat. Toll, oder? Ja, also sehr formschön, wie ich finde. Und vor allen Dingen, Perlen sind ja auch so ein Klassiker. Ja. Kann man als Herr, glaube ich, immer verschenken. Wird jede Geht Dame immer. Bestimmt sagen, wow, das habe ich mir schon immer gewünscht. Woher wusstest du das denn? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie gesagt, hier das komplette Set passend zueinander. Sehen in der Mitte den Anhänger, oben mit der kleinen Öse und dann die Ohrstecker für links und rechts. Und dann vor allen Dingen haben die auch alle also dasselbe Design und dieselbe Perle. Also nicht dieselbe, sondern die gleiche natürlich. Das ist wirklich auch alles gleich für mich aussieht. 925er Sterling Silber übrigens, bedeutet also, Sie haben einen Silberanteil von 92,5% ja. Und dann noch das Ganze rodiniert, bedeutet zum einen, das ist dann also glattere Oberfläche und dadurch natürlich auch glänzender und rodiniert bedeutet vor allen Dingen, dass das Silber dann nicht anläuft. Also da muss man jetzt nicht permanent nachputzen. Von daher wirklich was ganz Edles und wie ich auch finde vom Design her sehr, ja, passt überall zu. Geschmackvoll. Passt bestimmt jedem. Also ich finde, das ist so ein Schmuck, der steht jeder Frau. Ob sie jetzt kurze Haare haben, lange Haare, blonde Haare oder ob sie brünett sind. Das ist so, Perlen zeigt für mich einfach, okay, die Frau hat Geschmack, die beweist Klasse, die hat Stil. Perlen sind für mich was Zeitloses. Perlen kann man zum schicken schwarzen Abendkleid tragen, aber auch gerne auch mal tagsüber lässig zu einer Jeans. Das geht einfach immer. Oder jetzt gerade über den Rollkragenpullover, die Kette hier drüber, das kleine Anhängerchen. Also Perlen, das ist einfach, ich finde, Perlen kommen nie aus der Mode. Das glaube ich in der Tat auch, weil also ich kenne es noch sowohl von meiner Oma als auch von meinem Patenkind. Die ist jetzt 14, musste mal kurz nachrechnen. Mhm. Schöne Grüße jetzt an dieser Stelle. Mhm. Ja, und von daher ist es tatsächlich wirklich so, dass es über alle Altersgruppen hinweg geht und auch nie aus der Mode kommt. Nee, also ich kenne keine Frau, die zu Perlenschmuck Nein sagt, weil Perlen, das ist so was Zeitloses. Ich finde, das ist ein Schmuck, den sieht man sich nicht über. Ne? Also man hat ja häufig so dann irgendwelche Klunker, vielleicht die dann nicht zu den Sachen passen oder wo man sagt, ah, das ist mir zu auffällig, jetzt gerade für den Alltag, für die Arbeit, ja. Da sind Perlen wirklich was zeitlos Schönes und sie beweisen auch Geschmack. Also liebe Männer, das ist so der Wink mit dem Zaunsfall. Ja. Wenn Sie das Ihrer Frau schenken Weihnachten, dann wissen Sie, ja, mein Mann, der hat Geschmack, ne? Also der schenkt mir Perlen, ist ja Wahnsinn. Ja, deswegen bitte jetzt unbedingt, liebe Herren oder vielleicht auch die Damen, die sagen, jetzt beschenke ich mich mal einfach selbst, meine 19,90 Euro. Da darf man sich das auch wirklich mal für zwischendurch gönnen. Die NC 4571 und die 569, jetzt unser Pearl-TV-Sonderpreis. Sie sehen es aber rechts unten eingeblendet, wie immer nur für die nächsten 2 Stunden, weil das sind Sonderpreise für Sonderkontingente. Deswegen A, nur so lange die halten und B, maximal die nächsten 2 Stunden. Von daher, wenn Ihnen das gefällt, bitte ganz schnell sein, sofort anrufen oder online gehen unter pearl.tv und da finden Sie dieses Produkt natürlich auch. Einfach anklicken, fertig. Ja, und vor allen Dingen, die kommt komplett verpackt nach Hause, liebe Männer. Das ist ja noch der Clou. Sie müssen ja einfach nur noch ein Schleifchen drum machen und dann Ihre Herzallerliebsten schenken. Also jetzt ganz schnell sein. Wie gesagt, ein paar Produkte, da geht es jetzt schon auf die letzten Stückzahlen zu und das erfreut jede Frau. Glauben Sie mir, also mir würden Sie damit auch eine Freude machen. Jetzt ganz schnell anrufen, 0180 51 51 und dreimal die 2. Das waren Sie, unsere Geschenketipps für unter 20 Euro.